Bin bei der Gamescom immer im Servicebereich auf die Toilette gegangen, weil ich habe A, ziemliche Probleme, öffentliche Toiletten zu benutzen, und B, will ich mir die Warteschlange nicht eintun. Ich bin einfach so komplett rein, so hab auch mal so Ach ja, zugenickt. Gamescom. Oh nein. Keiner hat irgendwie nachgefragt. Ja. Musst nur selbst, musst nur, also musst nur so aussehen, als ob du lang müsstest. Musst einfach nur so aussehen, als wärst Manchmal finde ich gewollt. einfach Namen mit, wenn ich hier bin. Ja, wir sind sie. Ja, ich bin mit Ulf hier. Und das, ach so, ja, dann. Gibt's zufällig einen Ulf. Ja, keine Ahnung, einfach in Warten Sie, ich Range ruf mal vorne. kurz an. Das gibt's nicht wirklich. Oh, ich weiß noch Hey, sogar. das ist das Schöne an Menschen. Die wenigsten werden sich die Mühe machen, da irgendwas noch nachzufragen. Ja. Also, das Lustigste, was ich auch schon Besonders hatte. wenn sie ehrenamtlich für irgendein Event arbeiten. Ja, oder ich war mal auf dem Konrad-Event, das war Dezember 2017. Gamescom, das einzige, der einzige Ort auf dieser Welt, wo es Schlangen vor Männerklo gibt. Ja, also ich war Konrad Technik Event 2017 und da war ich halt als Artist, weil das Witzige war, da haben ständige Leute Fotos mit mir machen wollen, weil ich als Artist dabei war. Da war ich einfach nur die Begleitung von jemandem. Also ich war selber nicht wirklich eingeladen. Und die haben alle Fotos gemacht. Die wissen noch nicht mal, wer ich bin. Das Habe ich auch hatte ich so bei der, das hatte ich bei der Musikmesse. Also da war ich bei der, im Autogramme gegeben. Technikbereich. Musst dann anfangen, Da war ich Autogramme zu natürlich geben. Musst dann nicht Autogramme geben, aber vorne hinstellen und Autogramme geben. ich habe mir selbst eine Firma ausgedacht, die dann halt auch auf dem Badge drauf Wirst stand. du. Also wollten mir dann dauernd irgendwelche Chinesen dauernd irgendwas verkaufen. Hast du angenommen? Wollten mir halt lauter irgendwelche Chinesen dann irgendwelche Ton- und Lichttechnik Ja, verkaufen. das war auch sehr witzig. Ich schön. war Als Telekom. wäre es ihnen nicht aufgefallen, dass ich bei B. Schaller Tontechnik arbeite. Also ich war auch Ah, hier schön. Telekom Technik Telekom Talents da 2018. Und da war dann halt sind auch viele Investoren gewesen. Also Seppi, aber du darfst hier nicht alle deine Tricks verraten. Die mussten noch. Lass mich doch einfach zu Ende reden. Da war halt auch der Vorsitzende von Telekom, also Tim Höttges. Mit denen habe ich auch einen netten Plausch gehalten. Oder halt hier auch von Niantic. All mögliche Leute waren halt da. Und da waren halt ständig irgendwelche Leute, die halt gefragt haben, ob ich investieren will. Ich so, ja. Hab mich auf einen netten Firmenplausch eingelassen, aber ich hab dann mir einfach nur die Nummer geben lassen und hab einfach gar nicht geantwortet. Ja, sehr Ich schön. habe mich einfach so wichtig gefühlt, dass das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Bin jetzt Musst du es aber wichtig, nicht ich anmerken werde lassen. jetzt ein Musst bloß offiziell Etablissement. aussehen, dann passt das schon. Ja. So wie ich rumlaufe, ist Kleide das. dich für den Job, den du haben willst, oder wie heißt es? Also da müsste ich ja eigentlich ziemlich lässige Kleidung tragen. Na, ich kann es ja, also auf der Gamescom kann ich es sowieso nicht, weil ich da mal in Parteiklamotten hinlaufe. Ist halt Ja, also immer. ich bin halt überall gleich hin. Und dann Ich halt auf immer ein blauen Gamescom Hemd und so werde ich und immer für Sherlock, werde ich so, oh, coole Sherlock Cosplay. So, was? da nimmt dich ja sowieso Das niemand mache ich bei ernst. Bewerbungsgesprächen auch. Laufe ich dann halt komplett in Engelbert Strauß Klamotten hin. Und da wurde ich auch schon einmal darauf angesprochen, wie ich denn eigentlich zu einem Bewerbungsgespräch komme. Und meinte ich nur so, nun, ich ziehe mich hier nicht als Bankkaufmann an, ich bewerbe mich hier als Elektroniker. Ja. Darauf hatte sie dann auch nichts zu sagen. Also ich habe dann von denen sogar ein Angebot Ja. bekommen. Ja, das Hab's ist aber ja nicht nicht die. angenommen.
Es ist ja nicht die Kle Leitung, es ist ja, das ist ja die Art, wie man halt umgeht. So, wenn du halt dir bewusst bist, so sagst, nein, ich bin so. Wird dir aber trotzdem immer überall gesagt, bloß nicht irgendwie in normalen Klamotten, bloß immer Ja, also Hemd und Jacke, ja. ich hab mir halt immer viel zu lange in mein Leben vorschreiben lassen, wie ich zu sein habe. Deswegen habe ich mich immer komisch gefühlt. Irgendwann Habe ich habe ich nie einfach aufgehört. gemacht. Habe ich nie Ab dem gemacht. Punkt, ich habe mal, hab, das war bei mir auch beim Ich immer schon Bewerben Fick so, drauf gegeben. als ich meine Bewerbung, ich habe erst meine ganzen Bewerbungen Standard geschrieben, halt nach Lehrplan, bliblablub. Und dann irgendwann habe ich einfach mal drauf geschissen und habe wirklich komplett freischnauze eine Bewerbung geschrieben. Danach hatte ich abrupt plötzlich doppelt so viele Anfragen. Heraussticht aus der Menge. Ja. Das ist ja Ja. eigentlich nur das ist ja das Geheimnis. Nicht, was dir immer bei den Bewerbungstrainings und so weiter gesagt wird. Du Mein musst das Favorit ist aber nach immer noch, dass DIN, ich die mach Arbeit, die das. Be Bewerbung, die ich wegen dem Arbeitsamt schreiben musste, an die ganzen scheiß Mach das nach Zeitarbeitsfirmen. DIN Da wurde ich nur. so, da wurde ich im Unterton so unfassbar unverschämt. Das ist nicht, was die. Also normalerweise wird dir ja immer gesagt, schreib das nach DIN Norm, mach das immer, das muss genau so sein, das muss genau so aussehen und so und so und so und so. Das muss da drin stehen, Solange das muss es an noch der Stelle Menschen sein und. auswerten, ist es scheißegal. Ja, ist ja auch. Es muss halt herausstechen, das ist das Wichtige. Du musst halt. Du hast da in einem Unternehmen zum Beispiel 5.000 Bewerber, dann musst du halt, musst deine Bewerbung, dein Zettel, der da oben drauf, der im Stapel drin, zwischendrin liegt, Oh. muss halt herausstechen, muss besser aussehen als alle anderen. Das ist die Kunst. Oh. Und das sieht da nicht aus, wenn du nach den Regeln, nach allen Regeln gestaltet ist. Weil dann sieht er aus wie alle anderen. Oh. Weil die auch nach den Regeln schreiben. Meine Regeln sollten eigentlich einen nur aufweisen, was halt gut ankommt und sowas, aber du sollst es dich halt nach der in so einem Fall einfach nicht nach den Regeln leben, Das so du. tollste Beispiel ist der Schauspieler von Ronald Weasley. Weißt du, wie der seine Rolle als Ron Weasley bekommen hat? Der hat ein Rap-Video, Rap-Song gemacht und hat es dort eingeschickt. Der hat einfach ein Rap geschrieben und gesungen darüber, warum er Ron Weasley spielen will. Und Winsling. Es ist. Genau das. Das be yourself. Gestern Literally. gewonnen. So macht man das. Beziehungsweise nicht just be yourself, be the best version of yourself. Sieht. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ist Also jetzt sehr falls sieht das nicht ratlos. Also aus? falls du Knochenmehl brauchst, wir haben eine Mobfarm, die randvoll gefüllt ist mit Items. Ja, geil. Gönn ich Hoff, mir. komm mal her. Ich weiß nicht, sieht das Was? richtig aus? Sieht das richtig aus, dieses Dach? Hat jetzt Ich ewig komm mal dann. rüber. Irgendwas ist da noch falsch. Ja, ist es. Was habe ich falsch gemacht? Es ist nicht symmetrisch. Hier, wenn du von hier stehst, siehst du da irgendwie. Ich glaube, da muss noch eins weg, oder? Das hier muss komplett weg. Muss weg. Mensch, da. Dann. Auch das Innenausbau muss komplett eins nach hinten. Dann ist es symmetrisch, Hunderte. muss halt symmetrisch bauen wie die andere Seite. Es fällt halt schwer, wenn du da oben arbeitest, wenn du oben stehst. Mach du mal symmetrisch. Mach mal symmetrisch, Hilfe. Bruder. Digga, was? Ja, das hier weg, meinst du? Ich muss eine neue Chance, ich muss Du bist 1,70 gerade im jetzt haben. Flugmodus, Prof. Mach mal mit hier. Creative Modus. Wenn ich schon hier gerade rumfliege und du sagst, ich soll machen, dann mache ich. Ja. Upsala. Ist dann noch eine Reihe Das war dazu, einer oder zu viel. was? Minecraft wie die Profis spielen. Bist du im Creative Mode, kannst du auch die Reihe wieder dazu setzen.
Wo habe ich außersehen entfernt? Ach, da. Da eine Treppe, da eine Treppe. Und nun? Ascht. Jetzt ist symmetrisch. Jetzt muss hier die Mauer runtergezogen werden, wenn ich das richtig sehe, oder? Muss das hier... machst du wieder. Das krieg ich hin. Also ich hier. Also hier fängt der Tiger in dir. Also hier fängt die Mauer dann an, oder? Hier geht's dann runter, oder? Sehe ich das falsch? Du guckst dir selbst an. Ich würde sagen, ja. Ich habe es ja auch vorhin falsch gesehen, deswegen. Ja, würde ich so sagen. Dann lass das erstmal stehen hier. Was macht ihr hier für Geräusche? Cute Anime-Waifu-Geräusche. Ja, Ubu ist ja doch eher Furries. Aha. Keine Ahnung, ich habe das nie wirklich mit Furry in Verbindung gebracht. Ich kenne mich nicht mit Furries aus. Ich google mal Ubu. Es hat das süße Gesicht, das Emoji süße. Ich hab halt mit Furries halt wenig zu tun, weil ich mich nicht an, beziehungsweise schreckt mich eher ab. Nicht im bösen Sinne. Also einen hast du hier. Ja. Den Prof hast du hier. Urban Dictionary. Ooh, what a horny 12-year-old says in Roblox. Aha. Okay. What the fuck? Okay, nee, ist scheinbar. Und hier ist schon wieder Feuerwerk. Was verbunden. Aber es wird viel verwendet in der Furry Community. Ja, ist ja klar. So, dann man, I'm just smelting my stuff. Big Oofers. Ein Uhu-Treiber. Was, ein Uhu-Treiber? Ein Uhu-Driver statt Uber-Driver. Uhu-Driver. Okay. Oder Uhu-Bulisk, der Peiniger. Ein Uhu-Kleber. You will. You will. You will. Oh, wo? Ah. Okay. Dann machen wir wahrscheinlich hier erstmal den Deckel drauf. Den Deckel, den Mietendeckel. Genau der. Hier zwei. Und ich glaube, der war verkehrt herum. Nein, nicht so. Hm. Den Zeppel habe ich hier noch gar nicht gesehen. Der ist immer noch in der Wildnis oder was? Nö. Ich melde hier mein Stuff. Ich habe 59 Eisen. An der Kirchbaustelle habe ich den noch nicht gesehen. 53 Eisen, die kann man auch verspeisen. Hm. Da hat man Eisen im Blut. Aber nicht zu viel. Wie viele Eisenbarren muss man verspeisen, um zu viel Eisen im Blut zu haben? Ich glaube, ich würde mal behaupten, dein Magen-Darm-System gibt auf, bevor der Scheiß im Blut ankommt. Das Ding ist, du kannst Eisen nicht einfach so verspeisen, weil das halt sich ja erst binden müsste. Du kannst nicht einfach Eisen. Das wird halt nicht verdaut. Das ist halt das Problem. Ja, kommst du einfach wieder raus. Wenn du Glück hast. Es passt halt nicht, so ein Eisenbarren passt halt nicht durch den Darm durch. Das ist halt. Ja, der passt auch nicht durch deine Speiseröhre. Also. Wenn du ordentlich presst. Voll erstickst du. Eisenhaltige. Hab halt von Biochemie nicht so viel aufnehmen. Du kannst jetzt keine Uhr oder so schlucken und sagen, boah, mein Eisenhaus. Eisenstoffwechsel.
Eine Uhr zu verspeisen ist aber schon ziemlich zeitfressend. Ah. Der kam flach. So. Füße hoch, der kommt flach. Wie die Erde. Ist auch noch Verschwörungstheorien hier machen. Theorie ist nicht, also eine Theorie wäre ja auf wissenschaftliche Daten stützt. Okay, Verschwörungsglaube. Ja, ich meine, Geschwurbel. Es gibt einfach so verdammt keinen Sinn, dass die Erde irgendwie flach sein sollte. Ich meine, die naturelle Form, die du hast, die Kugel. Ich meine, du musst ja, so der erste Beleg, das erste Widerlegung davon, dass die Erde flach ist, ist ja, wenn du mal am Meer gewesen bist und mal zum Horizont geguckt hast, siehst ja, dass die Sonne am Horizont untergeht. Das ist die dann dort hinten nicht einfach nur in der Ferne verschwindet. Ist ja nicht einfach, das ist ja, ja. Und deshalb kann es ja nur, das kann es ja nur rund sein. Das ist ja. Hey, laut Schwurbel einer Du ist die Erde ja flach, weil der Regen ja gerade runterfällt. Und nicht irgendwie. Ja, Gravitation kann man den nicht wirklich erklären. Den kann man. Unten halt universal und da weiter haben die nie gedacht. Ey, für den gibt's auch keine Aliens, Scheiße. Sondern nur Dämonen aus der Unterwelt. Also, das sind keine Aliens, sind, das sind Dämonen aus der Unterwelt. Oh, ich muss gerade wieder an so eine wunderschöne Diskussion denken, wo zwei Lager von Verschwörungstheoretikern aufeinander gestoßen sind. Oh nein. Erdler und Hohlerdler. Das ist das Metagame einfach. Das ist, habe ich so eine wunderschöne Facebook-Diskussion. Und die Flat Earth, die kommen jetzt auch schon wieder her. Aber die widersprechen sich ja gegenseitig. Die Flat, das ist ja, die hohle Erde kann ja nicht existieren, wenn die Erde flach ist. Das ist ja. Ja, die sind aufeinander getroffen. Ja, eben, das ist es ja. Die sind aufeinander getroffen und haben sich als sowas von geclasht und sich ganze Zeit gegenseitig als Idioten beleidigt, während alle außen rum sich drüber lustig gemacht haben. Ja. Ja, ich habe auf Twitter mal ständig lustige Diskussionen. Ja, auf Twitter gibt es genügend lustige Diskussionen, das ist ja, auch unter nicht Verschwörungstheorien. Wenn ich irgendwelche Accounts entdecke, nicht direkt wieder los, weil ich habe einfach zu viel Spaß dran, weil ich meine, also nicht nur Spaß, das ist für mich ist halt auch nur eine gewisse Verantwortung, weil ich finde, Menschen, die halt groß etwas teilen, was totaler Unsinn ist, das solltest du einfach nicht stehen lassen. Das hat's nicht. Hast du mal unter dem Hashtag Linksruck mal nachgeguckt? Oh, das ist ja wundervoll. Also ich habe einen Account entdeckt, Katzenrevier hieß der, und der hat halt unironisch Goebbels zitiert und bezeichnet mich als Nazi, weil ich ja links bin und... Ja, die Linksfaschisten, man kennt's. Ja, das ist immer noch so diese wunderschöne Theorie, weil das sind ja die Nationalsozialisten. Ja, schön. Die CDU hat auch christlich im Namen und nicht viel damit zu tun. Ja. Also, vor allem auch irgendwie so, okay, gut. Abgesehen davon, dass die Nationalsozialisten relativ wenig mit Sozialisten zu tun hatten. Ja. Aber sehr viel mit National. Ja. Oh, draußen machen die Leute schon wieder Feuerwerk, ey. Die sind bescheuert. Ja, bei dir auch, oder was? Ja. Du wohnst neben mir, oder was? Ja, genau. Komm kurz rüber, ich bring den Kaffee. Bei mir ist auch gerade Feuerwerk. Ja, Sapi braucht Eier, weil er will Eierkuchen machen. Ja, genau. Aber hat ganz vergessen, Eier zu kaufen. Ich weiß, was du jetzt zitierst, ja. Ach ja, die Känguru-Chroniken, das waren noch Zeiten. Damals. Damals! 1977! Mal ernsthaft, wie alt sind die jetzt? Känguru. Jetzt lernen wir wieder was Neues. Verdammt. Zeit, dass wir uns alle alt fühlen. Ja, die Känguru-Chroniken erschienen vor 12 Scheiße. Jahren. Wow. Ah, das tut weh. Gott verdammt, ich fühle mich alt. Ja. Leute, die 2000 geboren sind,
Wir sind jetzt 21 Jahre alt. Ja. Leute, die 2010 geboren sind, sind jetzt 11. 11. Wir gehen jetzt schon zu 2010, die geboren sind. Was hast du 2010 gemacht, Mordi? Prof. Verwechsel euch immer. 2010, wie alt war ich da? 15. Mich gelangweilt im Französischunterricht. Oui. Tja. Ha, Französisch. Eine wunderbare Gelegenheit, um in der Schule zu schlafen. Ja, das sind bestimmt in Französisch. In meinem Fall der russische Ich habe Unterricht. immerhin noch ab und zu mal eine 4 zwischengeschoben, aber Ich hatte russisch Unterricht. angefreundet habe ich mich nie damit. Dostoevmitschatin. Für mich mussten sie damals auch noch einen zweiten Ordner reinlegen in die Schülerakte, weil ich einfach nicht ein einziges Mal Hausaufgaben gemacht habe. Und alle drei fehlenden Hausaufgaben gab es einen Elternbrief, Sehr schön. Ich der natürlich auch in die Schülerakte muss. habe nie meine Aufgaben gemacht. Nie. Ja. Ich habe es immer 8 Und 8 nur Uhr so kurz vorm ganz Unterricht. selten, wenn meine Eltern dann doch mal Ärger gemacht haben, deswegen habe ich es mal ab und zu gemacht. Aber es sind in den meisten Fällen nicht. Also in den letzten 4 Jahren meiner Schulzeit kann ich mich nicht erinnern, auch nur ein einziges Mal Hausaufgaben gemacht zu Also ich haben. habe es immer 8 Uhr morgens kurz vorm Unterrichtsbeginn vom Banknachbar geschrieben. Die Ich habe mir die Hausaufgaben. Aufgaben in den Fächern, die es mich interessiert haben, habe ich mir die Aufgaben nochmal kurz angeguckt und meistens dann trotzdem beantwortet bekommen, ohne dass ich irgendwas aufgeschrieben hätte dazu. Ich war auch der einzige Schüler, der zugehört hat im Unterricht. Deswegen, ich konnte auch gut zuhören, deswegen habe ich das auch alles. Deswegen musste ich auch nie lernen für Tests und musste ich auch nie. Ich habe halt wirklich nie. Ich habe auch nie gelernt für Tests. Weil ich halt Ich wirklich, habe auch nie gelernt. Ich habe mein weil ich Ding das konnte, gemacht, weil aber ich habe es trotzdem geschafft, weil ich halt aufmerksam im Unterricht zugehört ich habe. habe mein Abi verhauen, aber egal. Ja, ich habe in meinem Leben einiges verbockt. Das ist in Ordnung. Ich habe mittlerweile mein Fachabi und habe aber nicht vor, damit irgendwas zu tun, also. Ich habe Realschulabschluss. Das reicht. Ich habe es mich am normalen Abi versucht und hatte die legendären Nullpunkte in der Deutschprüfung. Ich sag's mal so, ich bin selbstständig und den Beruf, den ich mache, keiner meiner Abschlüsse hat irgendwas dazu beigetragen. Absolut nichts. Alles, Bin was ich gelernter Elektroniker, von daher. Kann und weiß über meinen Beruf, habe ich mir selber beigebracht. Was selbstständigst du denn? Medienproduktion. Also ich schneide TikToks und Videos für YouTube und mache Thumbnails und Bist du schon Layouts und nur von selbstständiger sich aus YouTuber. oder auch als Produktion für Klienten? Nur für Klienten. Von mir selber aus habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Lange nicht mehr. Also im Endeffekt unter anderem Social Media Beauftragter für externe Firmen. Also ich krieg halt so E-Mails, so hey, dies und das steht an. Ich denke mir so, ja, mach ich das nicht? Und dann lehne ich ab oder nehme an und dann. Ich habe auch ein paar Boah. feste Kunden. Also. Er hat schon den Luxus, dass er Sachen ablehnen kann. Nee, habe ich nicht. Aber es gibt einfach Sachen, die ich nicht machen will. Es hat eine gewisse Partei, ich sage nicht welche, Oh. von mir gewollt, dass ich den halt einen umfangreichen Film über deren Parteiarbeit mache. Und ich weiß nicht, die haben mich über Twitter angeschrieben, aber ich weiß auch nicht, wie die darauf kommen, mich, weil die hätten dann schon meine politische Richtung sehen müssen, dass ich nicht in deren Richtung gehe. Und die haben mir einen Das guten Betrag, also ich hätte wirklich, wäre gut bezahlt worden. Ich habe aber abgelehnt, weil ich das nicht unterstützen möchte. wie der eine Typ hier bei der Heute Show, den sie letzt, den sie, ich glaube gestern haben sie das, kam schon vor ein paar Tagen auf YouTube, haben sie jetzt
wo sie Wahlkampftour für die CDU gemacht haben, wo sie durch die Straßen gegangen sind, und dann hat's den einen Straßenmusikanten haben sie angesprochen, und hat's, und der sollte ein Wahlkampflied für die CDU machen, und dann haben sie gefragt, ist das ein Problem für sie? Hat er gesagt, ja, und hat sein und hat, ge und hat gezeigt, dass er Mitglied bei der APPD ist. Oh. Keine Ahnung, was das für eine Partei Die ist. anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Ja, stimmt, die verrückt. Und da war auf einmal Ruhe. Ist eine sehr Partei gute werde ich mich, Partei. glaube ich, nie einer anschließen. Anarchistische Pogo-Partei, das sind große. Ich bin Ich bin sehr. seit 2015 Mitglied in die Partei. Die Partei. Sehr gut, noch ein Genosse. Genosse! Ich bin seit Also, 2019. ich habe hier Minecraft-Trick 17 einfach gemacht. Ich habe hier die Truhe waterlocked. Das heißt, wenn Creeper ankommen sollte und mir wegspringt, wird meine Truhe nicht. Aha. Ich glaube sowieso, dass Umgebungszerstörung durch Creeper aus ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hoffe nur durch Creeper. Was ist mit Schafen? Ich glaube, ich habe Creeper gesperrt. Endermen funktionieren noch, weil ich es witzig finde. Muss mal im End einen riesigen Block Erde hinpacken. Und dann sehen wir die Endermen, die Erde verteilen. Das ist mega lustig. Ganz End können wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben noch kein Enderportal. Wir müssen nur. Münzen im Bereich und einfach nur Ender Augen, und dann müssen wir das Portal suchen. Dann find mal. So, wollen wir mal gucken. Einfach den Seed raussuchen und dann auf eine externe Seite gehen. Da kann man gucken, wo die Dinger sind. Slash locate. Das geht auch! Ja, Cheater. Scheiß Cheater. Wo ist Feuer? Ich will gucken, ob Creeper kaputt machen. Nein. Ich bin so der typische Politiker. Ich bin hier der. Ich bin in die Partei eingetreten nach Jahr, und ich bin durch Artikel 13 politisiert worden. Artikel 13 war die erste Demo, auf der ich war. Dadurch bin ich in die Politik gekommen. Da bin ich in die Partei eingetreten, weil ich mir gesagt habe, es ist also nach dem, was ich. Es ist. Ich muss irgendwas dagegen tun. Ich muss halt einfach. Es ist. Gegen diese Scheiße, dass halt die das CDU und GroKo und die dass die so auf die Stimmen des Volkes scheißen. Die dich verarschen, die hast du selbst gewählt, darum lass ich deine Stimme hören, weil jede Stimme zählt. Habe ich tatsächlich selber, die habe ich tatsächlich wirklich gewählt. Ich habe tatsächlich bei meiner ersten Bundestagswahl 2017, da durfte ich schon wählen. Da hab ich Zweitstimme Grüne gewählt und Erststimme CDU. Das beweist einfach bei seiner ersten Wahl, dass es halt. Das war jetzt noch länger Ich war halt geblieben. ahnungslos. Ich wusste halt nicht, was ich wählen sollte, und Grüne war halt, das sah halt gut aus, das ist halt. Ich habe diesmal Grüne gewählt. Und die CDU war halt. Also ich will eigentlich nicht die Grünen wählen, weil die machen halt viel. Also ich bin halt auf jeden Fall für Umweltpolitik, definitiv. Grün, das ist. Grün ist eigentlich nicht die Partei, die ich unterstützen will dafür. Aber sie haben aktuell die beste Chance, da was zu ändern, und deswegen wird Ja meine Stimme eben, für genau dieses Teil. deswegen habe ich sie halt gewählt. Es gibt so viele gute Kleinst, es gibt so viele gute Kleinstparteien, die auch. Wenn du die Grüne willst, dann wähl auch die Humanisten zum Beispiel. Die sind eine sehr Ja, gute aber Alternative zu den dieses. Grünen. Die sind Ganz keine ehrlich, Verbotspartei. der einzige Unterschied, ob man nicht wählen geht oder die Humanisten wählt, ist, ob diese Partei dann noch ein bisschen mehr Finanzierung bekommt. Das ist alles. Und die. Ja, und die. Es ist. Die Nee, da wähle Humanisten ich machen lieber eine, keine. bei der ich auch die Chance habe, dass die Stimme auch wirklich was im Bundestag ausmacht. Und die Humanisten machen keine Werbung mit Nazi-Songs.
Hab das mitbekommen, das ist, die haben ja, hat ja die Partei retweetet hier, das ist mit denen. Gab es diesen, hier kein schöner Land in dieser Zeit, haben die Grünen einfach als Werbesong benutzt. Oh, peinlich. Peinlich, das ist halt, da gab es diesen schönen Vergleich von Martin Sonneborn, hat er gepostet. Ach, ich Die kann das Szene gar nicht. aus dem, das ist natürlich kein Nazi-Lied, aber es ist berühmt ge bekannt geworden aus dem, also haben natürlich Nazis damals auch gehört, aber es ist halt aus dem Film Der Untergang, ist halt, gibt es diese berühmte Szene, wo Goebbels Kinder vor Hitler stehen und für Hitler diesen Song singen. Das ist halt, ja, Ja, ist die halt, Bildung. ist schon richtig, ist den, der Song ist nicht von den Nazis und noch nicht, ist auch nicht reserviert für die, aber ich meine, wenn du Wahlkampf machst, aber so, da guckst du eigentlich, solltest du eigentlich schon mal drauf gucken. Ja. Ja, also das ist halt schlimm. Man kann in der Womit? heutigen Zeit sehr viel falsch machen. Also es ist sehr einfach, Dinge Ja. falsch zu machen. Ja, aber das ist, die machen sich auch zu.